Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend, Sebastian Langkamp. Seine ersten fußballerischen Schritte machte er im beschaulichen Münsterland, bevor es über Preußen-Münster nach Bayern ging. In der Saison 2006-2007 spielte Langkamp bei den A-Junioren des FC Bayern München. Was heißt spielte? Er war der Kapitän einer illustren Truppe. Groß, Müller, Hummels und Badstuber waren auch dabei. Im April 2009 schoss Langkamp sein erstes Bundesligator für den Karlsruher SC. Über den HSV, Augsburg und Hertha landete er bei Werder Bremen. Vielleicht sollte der DFB bei der Strafe berücksichtigen, einen kleinen verstohlenen Schritt in Abrahams Laufweg macht Streich hier schon. Das ist natürlich ein Thema, was vorher auch noch nie gegeben hat. Also es ist ja schon auch Thema, glaube ich, in Deutschland gerade. Und es war schon ein heftiger Stoß, ne? Man muss ja ehrlich sagen. Also Hut ab, dass ihm da nichts passiert ist. Die Mutter aller Trainerattacken, Albert Streit gegen Norbert Meyer. 14 Jahre her, Lehrbuchschwalbe. Wenn der Präsident auch noch internas rausgibt, dass die Mannschaft den Trainer abschießt. Ich möchte jetzt nicht in Niko Kovacs Haut sitzen. Wenn du das spürst und im Nachhinein hörst, dass im Endeffekt schon relativ lange klar ist, dass ich gar keine Chance habe, zeigt, dass der FC Bayern München große Probleme hat. In der Vereinsführung, und da gehe ich noch einen Schritt weiter, wenn Arsene Wenger sagen muss, dass Karl-Heinz Rummenigge einen Verein führt, der gern nach außen spricht und die Medien mitnimmt, dann sagt das schon einiges. Die größte Macherkarriere im deutschen Fußball beginnt im Abstiegskampf des 1. FC Nürnberg. Uli kickt mies. Bei Bayern wissen sie, dass sein Knie kaputt ist und wollen ihn als Manager. Das habe ich mir dann eine Nacht überlegt, mit meinen Ärzten gesprochen, wie lange das Knie noch halten wird. Die haben gesagt, nimmer lang. Und dann habe ich am nächsten Tag zugesagt. Ja, es ist schon auffällig, dass die Top-Vereine in England schon einen Schritt weiter sind. Also zumindest die letzten 2-3 Jahre hat man auch gefühlstechnisch immer das Gefühl gehabt, auch in der Bundesliga gegen Top-Teams bestehen zu können. Ich glaube, das ist in England ein bisschen anders. Da müssen wir, glaube ich, das eine oder andere Jahr wieder aufholen. Mats Hummels ist nach wie vor der beste Innenverteidiger in der Bundesliga. Für mich gehört er in diese Mannschaft, sogar jetzt. Was denkst du? Bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, dass es immer noch ein Spieler ist mit internationaler Qualität. Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen. Die ganze Mannschaft muss auf die Couch. Diagnose, schweres Bayern-Trauma. Und sogar der alte, erfahrene Mats Hummels weiß nicht mehr, wo das richtige Tor steht. Wie kann man da therapeutisch helfen? Vielleicht sollten die Dortmunder einfach das nächste Mal rote Ausweichtrikots tragen. Oder sie schauen einfach auf die Ergebnisse der letzten Jahre. Die lauteten nämlich 0:6, 0:5 und in diesem Jahr 0:4. Und das ist doch eine klare Sache. Es geht bergauf.